Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Video. Ich freue mich schon sehr drauf. Viele von euch haben danach gefragt und es hat mir beim letzten Mal wirklich viel Spaß gemacht, gemeinsam mit euch auf unheimliche Videos zu reagieren. Und auch das wollen wir heute fortsetzen. Denn wir haben hier ein ganz besonderes Video. Es handelt sich dabei um einen Clip wieder vom Kanal Chilling Scares. Und ja, das Video trägt den vielversprechenden Titel Die 8 unheimlichsten Dinge, die von Überwachungskameras an Haustüren aufgenommen wurden. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ziemlich unheimlich, die Vorstellung, dass irgendetwas Gruseliges vor der eigenen Haustür lauert und das Ganze dann sogar noch auf Kamera festgehalten wurde. Ich bin total gespannt. Wir reden nicht länger um den heißen Brei und schauen uns das Video jetzt einfach mal an. Los geht's. Also Kopfhörer auf, macht das Licht aus, macht es euch bequem und wir schauen, was jetzt in diesem Video auf uns wartet. Los geht's. Also die unheimlichsten Dinge, die von Kameras an der Tür aufgenommen wurden. On November 30th, 2021, a Twitter user from Dallas reported that her doorbell camera had recorded a suspicious man standing outside of her apartment almost every night for an entire month. According to her tweet, she had already reached out to the authorities, but they hadn't done enough to keep the man away. This is what her Ring camera captured. Boah. Ey Leute, stellt euch mal vor, so jemand steht einfach regungslos vor eurer Tür. Also ich hoffe, man kann es jetzt durch die Untertitel ganz gut mitverfolgen. Ich habe jetzt mal wieder die automatische Übersetzung aktiviert. Allerdings ja, ist die meistens nicht ganz so gut. Also es geht jetzt darum, dass hier tatsächlich ein unbekannter Mann immer wieder im Hausflur steht und scheinbar ja diese Haustür beobachtet und da völlig regungslos in diesem Flur steht. Ich weiß nicht, wie man da jetzt am besten reagiert. Das ist jetzt in Amerika. Man weiß nie, was für Leuten man da so begegnet. Ja, richtig, richtig unheimlich. Wie würdet ihr reagieren? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Würdet ihr rausgehen und die Person ansprechen? Oder würdet ihr, wenn ihr das durch eure Kamera oder durch einen Türgucker seht, würdet ihr definitiv die Tür verschließen und nicht in Interaktion oder Kommunikation mit dieser Person treten? Weil ich bin mir nicht sicher, wie ich reagieren würde. Wir schauen mal, was jetzt als nächstes passiert. Okay, sieht aber auch ein bisschen so aus, als wenn er unter Einfluss von Substanzen in most of the clips, könnte. The man can be seen standing eerily still outside of the woman's apartment, possibly waiting for her to come outside. At one point in the video, the man can be heard talking, but his words are difficult to make out. It's unknown what he planned to do if the woman stepped out of her apartment, but judging by his behavior, it likely wasn't anything good. After the original upload, the disturbing video immediately went viral, with hundreds of people checking in on the woman to make sure she was safe. 2 days later, the woman posted an update on Twitter, in which she mentioned that her friends and family had confronted the man, and that security had been on the lookout for him. Many people who viewed the video urged the uploader not to let her guard down, and reminded her that the likelihood that the man would show up again was very high. But after the last tweet in December 2021, there haven't been any more updates, and the man's identity hasn't been publicly revealed. Boah, okay, also, es hat sich dann wohl rausgestellt, dass ihre Bekannten und ihre Familie den Mann zur Rede gestellt haben und man aber nicht weiß, wer es ist. Also, das ist ein bisschen seltsam. Und es ist ja wirklich eine Frau, die da alleine lebt und der Mann steht immer vor ihrer Tür. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand oder vielleicht auch ja psychisch beeinträchtigt ist, weil ich finde, das wirkt, um ehrlich zu sein, sogar ein wenig so. Eingangs hatte ich ja erwähnt, Amerika, andere Länder, andere Sitten. Das Gesundheitssystem in Amerika lässt ja bekanntermaßen zu wünschen übrig und das ja, erstreckt sich natürlich auch über den Sektor der psychischen Erkrankungen.
die dort sehr viel weniger aufgefangen werden. Das heißt, Menschen, denen es psychisch nicht gut geht, die theoretisch Hilfe bräuchten oder sogar Betreuung, die laufen dort mehr oder weniger ja, unbehandelt einfach so herum. Und ich muss ehrlich sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es sich bei dem Mann sogar um eine solche Person handelt und dieser Mann eigentlich sich in Behandlung geben müsste, gar nicht unbedingt zurechnungsfähig ist, nicht Herr seiner Sinne und hier jetzt in irgendwelchen Hausfluren umhergeistert. Das ist schon sehr, sehr traurig, wenn man das jetzt mal von dem Blickwinkel betrachtet. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall auch extrem unheimlich für die Frau. Also das tut mir extrem leid, die Vorstellung jetzt als junge Frau da alleine zu leben und dann irgend so einen fremden Mann immer vor der Tür zu haben und nicht zu wissen, wer das ist. Zumal jetzt hier schon lange kein Update mehr vorhanden war. Man weiß gar nicht, wie ist die Sache ausgegangen, ist da nochmal was passiert. Vermutlich hätte man das dann aber auch gehört, dadurch, dass das Video ja angeblich so viral gegangen ist. Krass, also schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu sagt, wie würdet ihr reagieren? Denkt ihr auch, es könnte jemand sein, dem es nicht gut geht? Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Wir gucken mal, wie das Ganze so weitergeht. This clip was captured in November 2019 in Harriet Creek Ranch, Texas. It was later uploaded to TikTok and Facebook. The footage shows a little girl holding a flashlight and knocking on the door of an unoccupied house in the middle of the night. Okay, mitten in der Nacht, kleines Mädchen. Das ist schon echt nicht normal. Help, please. Oh, nee. The girl is obviously scared, but because nobody else can be seen on the camera, it's hard to tell who or what she was running from. As she continues to knock and beg for help, she looks over her shoulder several times, but the footage ends abruptly, leaving many questions unanswered. Shortly after it was recorded, the video was made public and police were notified of the incident, but from what I was able to find, the girl was never identified. Some think that she was being used as bait to get the homeowners to open the door, and several people commented on Facebook and TikTok that they could clearly see a man hiding in the shadows behind the girl, but it was never confirmed whether that's what was happening or if the little girl was actually in danger and genuinely asking for help. Another theory that surfaced is that the girl in the video might have been the same girl from a missing person case in South Dakota. In February 2019, a 9-year-old girl named Serenity Denard ran away from a youth home in Black Hills and was allegedly seen in Justin, Texas a few days before the video was recorded. The fact that the little girl knocked on the door of an unoccupied house shows that she clearly didn't live in the area, otherwise she would have known nobody was there, which makes this theory a possibility. Although there's definitely a resemblance between the girl in the video and Serenity, police didn't confirm whether the video and the missing person case were related. Unfortunately, not a lot of official information on this footage has been made public, and we'll likely never know what ended up happening to the little girl. Boah. Sorry, dass ich jetzt gar nichts gesagt habe. Ich hatte gerade echt Gänsehaut, weil die Aufnahme jetzt schon ganz schön unheimlich war. Also, welche Erklärung es auch immer sein mag, aber die Vorstellung, dass da ein so kleines, junges Mädchen ganz alleine in der Nacht unterwegs ist und scheinbar ja nach Hilfe bettelt, und man nicht herausfinden konnte, um welches Mädchen es sich handelt und man nicht weiß, wer das ist und man eventuell sogar vermutet, dass es die Vermisste aus dem Vermisstenfall sein könnte. Boah. Und dann die Theorie, dass es eventuell auch eine Falle sein könnte. Aber wenn es eine Falle ist, dann ist das Ganze ja trotzdem extrem dramatisch, weil da ein kleines Kind dafür benutzt wird, irgendwelche kriminellen Aktivitäten durchzuführen, jemanden zu überfallen, sich Zugang zum Haus zu verschaffen. Aber ganz seltsam, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die Theorien, es lässt sich jetzt aus der Ferne ja überhaupt nicht beurteilen, aber sowohl die Theorie der Vermissten als auch die der gelegten Falle oder eben was ganz anderes, einfach ein Mädchen, was hier in einer Notsituation um Hilfe bittet. Ganz unangenehm, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich hatte Gänsehaut.
Ich hoffe sehr, dass das Ganze entweder ein Scherz ist oder das Mädchen mittlerweile gefunden wurde und geholfen werden konnte und sich alles zum Guten gewendet hat. Sowas nimmt einen dann schon mit. Das ist heftig. Unheimlich, wirklich unheimlich. Wir schauen mal weiter. In this disturbing Ring camera footage from 2021, a woman in a hoodie can be seen approaching the front door of a house in the middle of the night. Behind her, a man wearing a face mask and a lanyard stands on the steps as she rings the doorbell. Okay. Doorbell cameras are meant for homeowners to see who's at their door and communicate with their visitors to decide whether or not it's a good idea to let them in. But in this case, the owner opens the door without hesitation. Hello, do y'all have a phone I could use? My car broke down and y'all's the only one that got a light on. We don't. You don't? Sorry. Oh. The woman tells him that her car broke down and asks if she can use his phone. The owner politely refuses, but as soon as he apologizes and closes the door, the man with a face mask tries to break into the house with a weapon in hand. Fortunately, the owner had locked the second door just in time. It's unknown if he called the police, but from what I could find, the identities of the man and woman haven't been revealed. What makes this footage even more chilling is the fact that there's a playground in the yard, which means the two had specifically targeted a house where they knew there would most likely be kids inside. Mm-hmm. Had the homeowner not reacted quickly, he and his family would have probably been the victims of an armed robbery, or possibly much worse. Boah, ey, also, hätte die Person da jetzt keine doppelte Tür gehabt, wäre das Ganze ja ganz anders ausgegangen. Heftig, wirklich heftig. Und auch das Detail, dass da, Kinderspielzeug und eine Rutsche und sowas auf dem Grundstück sind und das ja dafür spricht, dass dort Kinder leben. Ich würde jetzt mal behaupten, dass diese beiden Personen, die diesen Überfall geplant haben, nicht unbedingt die hellsten Lichter auf der Torte sind und dementsprechend vielleicht sowas überhaupt gar nicht bemerkt haben und das gar nicht kombiniert haben. Kann aber trotzdem sein, dass man das in Kauf nimmt, dass es sich bei dem Anwesen um das Haus einer Familie handelt. Aber mal abgesehen davon, allein die Dreistigkeit, zu jemandem an die Tür zu gehen, dort zu klopfen oder zu klingeln, sich aufmachen zu lassen, dann um Hilfe zu bitten von wegen, ja, unser Auto ist kaputt gegangen, wir brauchen ein Telefon. Und wenn dann abgelehnt wird, dass man dann eine Waffe zieht und versucht, sich Zutritt zu verschaffen. Also wirklich großes, großes Glück für den Hausbesitzer in diesem Fall, dass das Ganze nicht geklappt hat und dass der Mann glücklicherweise ja seine Waffe oder was auch immer er hatte nicht benutzt hat, dass hier niemand zu Schaden gekommen ist. Aber an der Stelle stelle ich mir jetzt auch die Frage, und die stelle ich mir jedes Mal, wenn es um Einbrüche und Überfälle im eigenen Haus, in den eigenen vier Wänden geht, stelle. Wie wird man damit fertig? Wie kann man danach noch ruhig schlafen in seinem Haus? Wie kommt man damit klar? Also, ich hoffe, dass niemand von euch jemals so eine Erfahrung machen wird und auch noch nie gemacht hat, aber falls doch, vielleicht kann jemand ja sich melden und darüber sprechen, wenn der Person das nicht zu intim ist, aber ich stelle mir das sehr, sehr, sehr schwer vor, wenn man bei sich zu Hause überfallen wird oder bei einem zu Hause selbst in Abwesenheit eingebrochen wurde, da noch sich sicher und wohl zu fühlen, außer man stellt wirklich alles auf den Kopf und holt die krassesten Überwachungs- und Sicherheitssysteme, dass man sich das ganze Haus absichert, aber selbst dann hätte ich immer noch ein unwohles Gefühl, also großer Respekt an jeden, der sowas überstanden hat und danach noch zu Hause, ja, sich sicher fühlt. Also ich glaube, ich könnte es einfach nicht. Stelle ich mir ganz, ganz schwer vor. Wir schauen weiter, was noch so kommt.
In February 2020, an off-duty police officer received a message from his neighbor asking him to go check on his wife because somebody was trying to break into their house and the woman was home alone. The man immediately walked across the street to his neighbor's house, but didn't see anything suspicious. When he came back, he saw that his neighbor had sent him this clip. Boah, nee. Wie der da hochgekrochen ist. Also. The video shows a shirtless man crawling up the stairs to the front entrance of the house and attempting to open the door. Realizing it's locked, he walks back down the stairs and makes his way to the side of the house. After viewing the footage, the man immediately called 911, and 10 minutes later, four officers arrived in the neighborhood with a canine unit to help track down the intruder. What followed was an intense game of cat and mouse involving the neighbors, the police, and the shirtless man. Although he was spotted by the neighbors multiple times, he managed to slip away from the cops every single time. Several minutes into the search, the man heard his neighbor calling from across the street, saying that he could hear someone in his backyard. The two men scoured the outside of the house, and eventually found that the back porch light had been unscrewed, but the shirtless man was nowhere to be seen. About an hour later, the man who uploaded the video walked down onto his back deck and spotted the intruder unscrewing another porch light, this time from the house across the street. Okay, der klaut da auf jeden Fall die Glühbirnen. Ich glaube aber wahrscheinlich kein sonderlich gefährlicher Typ. Der ist auf irgendeinem Trip und with weapon in hand, the man intercepted the intruder and ordered him to get on the ground. But the shirtless man took off running and ended up sneaking into the crawl space of a nearby house. The uploader waited until the police arrived, and after he was ordered out of the crawl space, the intruder was charged with two counts of aggravated burglary, trespassing, public intoxication, and disorderly conduct. Police revealed that the subject was under the influence of hard drugs, and had an outstanding warrant for failing to appear in court for another open case of burglary from earlier that same year. It's unclear if he was convicted of all the charges against him, but considering his criminal history, it's more than likely that he's still serving time today. Okay, krass. Also er hat scheinbar doch angeblich einige Einbrüche hinter sich. Dann nehme ich meine Aussage von wegen ungefährlich auf jeden Fall zurück. Ich habe den jetzt für jemanden gehalten, der einfach auf einem Trip in der Nachbarschaft unterwegs ist und da ein bisschen sich einen Scherz erlaubt. Aber scheinbar hat er ja doch schon heftigere Dinge abgezogen. Ja, unheimlich. Unheimlich, vor allem wie unberechenbar so jemand auch einfach wirkt, ne? Also unter dem Einfluss von Substanzen. Ganz unheimlich, wie er da die Treppe hochgeklettert ist und so. Weiß ich auch nicht. Seltsam. Aber zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Wir gucken mal weiter. This footage was captured at 4:30 a.m. on April 29th, 2023. It happened in El Paso, Texas. The video shows a young woman running up to the front door of a house and ringing the doorbell. Although nobody else can be seen in the frame, terrified, she looks over her shoulder multiple times as if she was being followed. Oh, nicht schon wieder sowas. Okay, ist das jetzt das Nachbarlicht? The woman begs for help and starts crying when nobody answers the door. And a few seconds later, a car's headlights come into view in the background. As soon as she sees the light, the woman crouches down behind a column, and she does the same thing again when she sees the neighbor's driveway lights turn on. Ja, aber das finde ich ein bisschen merkwürdig. Okay, da kommt noch ein Auto.
After a few minutes of waiting, a car's headlights illuminate the driveway and the woman walks down the steps towards it. It's possible that she got in the car, but this wasn't caught on the Ring camera. As soon as the footage was made public, many people started speculating that the woman might have been the victim of trafficking and was trying to escape her captors, but others believe that she had a totally different motive. Several viewers mentioned that if she really had been in danger, she wouldn't have hid from the neighbors when she saw their driveway lights turn on. Yeah. Another thing that caught viewers' attention is the fact that at the very beginning of the video, the woman isn't actually running. She appears to be casually walking up the steps, and she only begins to run when she comes into view of the doorbell camera, which suggests that the whole thing might have been a robbery setup. Less than a month after the footage was uploaded, El Paso police arrested 34-year-old Krista Nicole Cordeau for burglary. After her mugshot was released, some people believed that it was the same woman from the video due to the resemblance, but police never officially confirmed this. It's unclear if she was ever seen in the neighborhood again. Ja, war das dieselbe? Bin ich mir jetzt nicht sicher. War das dieselbe Frau? So, okay, die haben vielleicht eine ähnliche Haarfarbe, aber... So. Aber man kann sie jetzt hier kaum erkennen. Kann man nicht sagen, ja. Kann ich auch verstehen, warum man das jetzt nicht offiziell bestätigen konnte. Okay. Ja. Also anfangs hatte ich so dasselbe Gefühl wie bei dem Video von dem kleinen Mädchen. Also es wirkte eher so wie, ja, jemand, der in Schwierigkeiten steckt. Andererseits ist sie da auch so ganz seltsam hin und her getorkelt. Und dann die Tatsache, dass sie sich vor dem Licht der Nachbarn versteckt, macht es dann ja wieder ein bisschen merkwürdig. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was ever seen in the neighborhood again. In 2022, a Reddit user uploaded this disturbing Ring camera footage with the caption, "Zombies want your brain." The video shows a young man in a bandana covered in what appears to be dirt or blood, repeatedly slamming himself into the front door of a house. Oh God. On his third attempt to break down the door, he apparently knocks himself out after hitting his head. Stumbling after the impact, the man collapses over the front porch railing, knocking over an ornament in the process. Oh God. Alter. Stellt euch mal vor, sowas seht ihr vor eurer Tür. Oder ihr guckt euch die Aufnahmen danach an und seht, dass das vor eurer Tür passiert ist. He flails his arms and raises his legs, seemingly trying to get back on his feet. But the video ends before we can see what happened next. After the footage was uploaded, many viewers commented that the man was probably under the influence of hard drugs, which would explain his uncoordinated movements and violent behavior. Other users suggest that he might have had a seizure after hitting his head on the door. But because the video was uploaded with no context or explanation, it's impossible to confirm what actually happened. After that night, the homeowner never saw the man again. Okay. On July 24th, 2021, a woman named Caitlin Curtis took her baby to the park across the street from her house in Arizona. After sitting down on the bench next to a fountain, a scruffy-looking man suddenly approached her, sat on the bench next to her, and asked her if she wanted to buy his drawings. According to Caitlin, the drawings looked like they had been drawn by a little kid, or by someone with no artistic talent. After politely refusing to buy the drawings, she got up and left the park with her baby in the stroller. As she was leaving, she saw the man get into the passenger seat of a suspicious-looking truck at the other end of the park, which then circled around her several times as she made her way back home. Afraid that she was being followed, Caitlin took a different route back to her house and entered through the back door so that the men in the truck wouldn't know where she lived. 3 days later, when Caitlin was out of town, her doorbell camera captured the same man walking up to the front door of her house and ringing the doorbell at 3 in the morning. Oh, nee. Naja, und schon wieder die Bewegungsart und wie er sich verhält. Der ist doch schon wieder nicht klar und bei Sinn. Er ist doch komplett drauf. Er
ist das creepy. Vor allem, weil er weiß, dass da eine Frau mit einem kleinen Kind wohnt, ne? According to Caitlin, her husband was asleep while the whole thing was happening, and he didn't learn about the man's visit until the next day. After the video was uploaded to TikTok, some users commented that the fact that the man rang her doorbell specifically was not a coincidence, and that he might have been watching her from the day they met in the park. It's possible that he was using the drawings to try and distract her while the other man in the truck abducted her child, but we'll likely never know his intentions for sure. The incident could just be written off as a man who was under the influence of drugs or suffering from mental illness, but if Caitlin hadn't been careful, it's anyone's guess what might have happened. Fortunately, the man never came back, and neither Caitlin nor her family had seen him again. In October 2021, Reddit user Protomancer uploaded this footage of a man crawling and slithering through his neighbor's yard in the middle of the night. Okay. Ah ja, da sieht man's. Boah, nee. Ey, stellt euch mal bitte vor, ihr seht sowas vor eurer Haustür. Wie da jemand einfach so lang kriecht, so animalisch. Einfach mitten in der Nacht. There doesn't appear to be any context surrounding the video, but most users attributed the man's particular behavior to drug use or possibly mental illness. Yeah. Even though he isn't hurting anybody, this is probably not the type of person you would want to run into on your way back from home in the middle of the night. The man in the footage hasn't been identified, and it's unclear if he ever showed up again. Okay, das war's. Ja, Leute, also ich habe eigentlich mit übernatürlichen, unheimlichen Videos gerechnet, aber da jetzt fast nur Videos in der Art vorkamen, in denen man davon ausgehen kann, dass da irgendwelche Mittel im Spiel waren, zeigt das Ganze ja mal wieder, dass das eigentlich die viel gruseligere Realität ist. Viel unheimlichere Dinge passieren und echte Menschen sind auf jeden Fall, in jedem Fall immer am unheimlichsten. Ja, was sagt ihr dazu? Wie hat euch das Video gefallen? Fandet ihr das genauso seltsam wie ich? Also ich muss immer noch an das Mädchen denken. Das ist, finde ich, das Video, was mich am meisten bewegt hat, weil ich finde, dass also die Vorstellung, dass es eventuell wirklich mit einem vermissten Fall zusammenhängt, macht das Ganze dann doch echt unheimlich. Und dann stellt euch mal vor, ihr seid die Person, der Besitzer dieser Videokamera an der Haustür und seht dann diese Aufnahme von diesem unbekannten Mädchen, was bei euch an der Tür um Hilfe gefleht hat. Und ja, man konnte das Mädchen nie wieder finden und weiß nicht, was ihr passiert ist. Krank. Wirklich krank. Ey, ich hoffe, ihr werdet nie solche Aufnahmen auf euren Kameras entdecken und nie solche Menschen vor euren Haustüren haben. Passt gut auf euch auf. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ja, macht's gut. Ciao.